Detective Narman. How long you been in town? 3 years. They handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Case must be getting pretty cold by now. Or you guys, something might warm it up. Yeah, I might have something. Wenn nichts schiefläuft, wird am 25. September das Remake eines absoluten Klassikers veröffentlicht, Mafia. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil nie gespielt, den zweiten habe ich gespielt und ich fand ihn wirklich gut. Fans schwören auf den ersten Teil, ich bin sehr gespannt drauf und ich habe mir gedacht, dieses Spiel bietet sich einfach perfekt an für eine neue Folge Tiefe eintauchen, für alle, die es noch nicht kennen. Ich liebe es, wenn ich ein Spiel spiele, noch tiefer in das Setting einzutauchen, indem ich Filme gucke, indem ich ähnliche Spiele spiele, Comics dazu lese und so weiter. Und in diesem Video bekommt ihr nun von mir ein paar Tipps, wenn ihr euch noch näher mit dem Thema Mafia beschäftigen wollt. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Fangen wir direkt mit dem Offensichtlichsten an, mit dem Meisterwerk, das für viele Nachfolger Pate stand. Mega Wortwitz. Der Pate. Das Tolle an den tiefer eintauchen Videos ist, dass ich selber auch neue Filme für mich entdecke, denn ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Meisterwerk noch nie vorher gesehen. 1972 drehte Francis Ford Coppola mit einem Budget von nur 6 Millionen Dollar den Film, der auf einem Roman von Mario Puzo basiert, der auch zusammen mit Coppola das Drehbuch verfasst hat. Es wird die Geschichte des Mafia-Paten Don Vito Corleone erzählt. Es geht um den Kampf gegen andere Familien und um Macht, Geld und Verrat. Der Film ist unheimlich spannend, hat unvorhersehbare Wendungen und exzellente Schauspieler und wird wirklich zu Recht als ein Meilenstein der Filmgeschichte angesehen. Wie gesagt, der Film ist von 1972 und er funktioniert heute immer noch wunderbar. Zur Einstimmung auf das Spiel Mafia kann ich mir keinen besseren Film vorstellen. Für 11 Oscars war er nominiert, 3 hat er gewonnen, darunter bester Film, bester Hauptdarsteller und bestes Drehbuch. Meiner Meinung nach absolut verdient. Ich sehe es als große Schande an, hier beweisen zu müssen, dass ich nicht ein Verbrecher bin. Ja, nee, ist klar. Und wieder der Pate, diesmal Teil 2. 1974 drehte Francis Ford Coppola 2 Jahre nach dem ersten Teil die Fortsetzung. Diesmal gibt es 2 Handlungsstränge. Im ersten geht es um Michael Corleone, der zum Don aufgestiegen ist und um dessen Werdegang. Es dreht sich wieder mal um Macht, Geld und um Verrat. Der zweite Handlungsstrang, den ich persönlich wesentlich interessanter finde, beleuchtet die Jugend von Michaels Papa Vito. Dieser wird von einem fantastischen Robert De Niro gespielt. Es beginnt mit der Ermordung von Vitos Eltern und dessen Bruder. Dann flüchtet er per Schiff nach Amerika und sein Aufstieg zum mächtigen Mafia-Paten Don Vito beginnt. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass Don Vito die Ermordung seiner Eltern nicht einfach so stehen lassen wird. Der Film gewann ebenfalls, genau wie sein Vorgänger, den Oscar als besten Film. Außerdem erhielt er den begehrten Preis für die beste Regie und besten Nebendarsteller plus 3 weitere. Also wenn ihr euch mit dem Paten 1 auf das Spiel Mafia einstimmen wollt, guckt direkt noch den zweiten hinterher, es lohnt sich. Außerdem gibt es noch einen dritten Teil und der ist auch sehenswert. Kommt aber nicht so ganz an die ersten beiden Teile heran. Wenn ihr auf Filme steht, in denen andere Filme verarscht werden, dann schaut euch mal Mafia, eine Spaghetti macht noch keine Nudel an. Als ich den Film gesehen habe, war ich wirklich noch zu klein, um die ganzen Witze zu verstehen, deshalb habe ich ihn nicht gerade als gut in Erinnerung. Wenn ihr ihn kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie er ist. Vielleicht gucke ich ihn mir wirklich nochmal an. Dem Paten kann man wirklich viel nachsagen, aber es ist mit Sicherheit keine Komödie. Und da ich der Meinung bin, dass Lachen einfach eine feine Sache ist,
kommt jetzt etwas Witziges, nämlich die Komödie Reine Nervensache aus dem Jahr 1999. In der Hauptrolle nochmal Robert De Niro und Billy Crystal. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Sie sind mein Psychiater. Das Wort Nein hören Sie wohl nicht sehr oft, was? Ich höre es dauernd, aber mehr so wie Nein, bitte, nein, nein. Es geht darum, dass ein Mafia-Boss psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen muss, weil er von Angstattacken geplagt wird. Und die findet er bei Billy Crystal. Natürlich spielt Robert De Niro den Mafia-Boss, war ja klar. Da prallen natürlich zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander, der gutbürgerliche Psychiater und der Mafia-Boss. Daraus entstehen dann auch die besten Witze im Film und es ist eine wirklich unterhaltsame Komödie mit super Schauspielern. Mir hat er damals im Kino wirklich gut gefallen. Ist allerdings auch schon eine Zeit lang her, dass ich ihn gesehen habe. Es gibt auch einen zweiten Teil, den ich weniger gut in Erinnerung habe, ist allerdings auch schon lange her, mir blieb aber keine einzige markante Szene im Gedächtnis. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Ich glaube, er war nicht sehr dolle. Ein weiterer Klassiker im Mafia-Film-Genre ist Godfellas, 3 Jahrzehnte in der Mafia. Solange ich denken kann, wollte ich schon immer ein Gangster werden. Regisseur war hier Martin Scorsese, der Film ist von 1990 und er basiert auf dem Roman Wise Guy, der Mob von innen. Er beginnt im New York der 50er Jahre und erzählt die Geschichte des Halbitalieners Henry Hill. Auch hier geht es um die Mafia-typischen Themen. Hervorzuheben ist der hohe Grad an Gewaltszenen in dem Film, der ist schon nicht ohne. Und Fun Fact am Rande, es wird ordentlich geflucht. Insgesamt wird in dem Film 246 Mal Fuck gesagt. Ihr könnt ja mitzählen, wenn ihr ihn schaut. Dazu kommt ein sehr guter Soundtrack und man bekommt wirklich einen intensiven Einblick in das Leben bei der Mafia. Jetzt kommen wir zu meinem Favoriten in dieser Liste und zwar Departed unter Feinden von Martin Scorsese. Es fällt mir ganz, ganz schwer, über den Inhalt des Films zu sprechen, denn der Plot ist so genial, er ist so spannend inszeniert und hat Twists, die unfassbar sind. Ich will überhaupt nichts vorwegnehmen. Es geht um die Mafia, es geht um einen Informanten bei der Mafia und mehr will ich gar nicht sagen. Die schauspielerische Leistung in dem Film ist überragend. Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, meisterlich. Der Junge hat es wirklich geschafft. Ich bin ein riesen Leonardo DiCaprio-Fan und das hätte mir vor 20 Jahren jemand erzählen sollen. Ich hätte es nicht geglaubt, aber er ist ein absolut genialer Schauspieler. Matt Damon macht seine Sache auch super und Mark Wahlberg ist in dem Film auch wirklich eine Klasse für sich. Hey Arschloch, er kann dir nicht helfen, klar? Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du bist und was du nicht bist. Ich bin der beste Freund, den du auf der Welt hast und jetzt verrate ich dir noch was, du Penner. Du kleiner Wichser bist kein Cop. Departed hat 4 Oscars gewonnen, darunter für den besten Film und für die beste Regie. Und außerdem hat es sich auch finanziell ausgezahlt. 289 Millionen Dollar hat er eingespielt. Das ist schon ordentlich. Falls ihr ihn noch nicht kennt, kann ich ihn euch wirklich, wirklich empfehlen. Da ich das Video nicht ganz so lang machen wollte, hier noch ein paar Tipps im Schnelldurchlauf. Der Film Scarface passt perfekt in diese Reihe. Es geht um die Mafia. Er ist äußerst brutal und sehr gut inszeniert mit einem fantastischen Al Pacino. Sehr sehenswert. An dieser Stelle möchte ich noch das Spiel Scarface erwähnen, das erschien unter anderem für die PlayStation 2 und ist quasi eine Fortsetzung des Films. Ist auch definitiv ein Blick wert. Wenn es wieder was zum Lachen sein soll, gibt's noch den Film Mickey Blue Eyes mit Hugh Grant in der Hauptrolle. Hier erfährt der Protagonist, dass seine Freundin die Tochter eines Mafia-Paten ist. Noch ganz kurz ein Wort zu dem Film The Irishman von Martin Scorsese, der ja Godfellas und auch Departed gedreht hat. Der Film erschien exklusiv auf Netflix und hat auch die Mafia zum Thema. Es spielt nochmal Robert De Niro mit und trotzdem hat mich der Film nicht überzeugt. Ich fand ihn langweilig und er hat mir überhaupt nicht gefallen. Wenn ihr ihn kennt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's mit dem tiefer Eintauchen zum neuen Mafia-Remake. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ein paar neue Filme durch mich kennengelernt oder habt mal wieder Lust auf ein paar alte Klassiker bekommen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Video.